Morgenstund hat Gold im Mund. Gilt das auch für nachts? Guten Morgen aus Frankfurt am Main. Ich treffe mich hier gleich mit Kai, denn wir wollen 6.34 Uhr einen Zug nehmen, der uns nach Obernburg-Elsenfeld bringt. Ich denke, das müsste dann schon Bayern sein. Dort steigen wir in den Dreiländerradweg ein. Der Dreiländerradweg führt auf 225 Kilometern durch die drei Bundesländer Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Wir haben dafür leider nur 2 Tage Zeit, heute Freitag, morgen Samstag. Deswegen stehen heute für uns 115 Kilometer an und sage und schreibe 1300 Höhenmeter. Also das dürfte wieder ein ordentliches Stück werden. Nicht umsonst bin ich gestern diese 60 Kilometer Tour gefahren, um einfach schon ein bisschen wieder drin zu sein. Vergangenes Wochenende hatte ich ein 40 Kilometer Probestück, um schon so ein bisschen, Fahrrad gefahren zu sein und nicht direkt ohne jegliche Vorbereitung in die 115 Kilometer zu starten. Diese 115 Kilometer heute bedeuten wahrscheinlich auch, dass wir am Abend in die Dunkelheit hineinfahren. Wir werden es also nicht vor Einbruch der Dunkelheit zu unserem Ziel schaffen. Wir haben uns ein günstiges Hotel gebucht, beziehungsweise eine Unterkunft, so eine Art Bildungseinrichtung, wo man halt auch übernachten kann. Ist nicht ganz so tragisch, denn die Highlights, die Sehenswürdigkeiten, die liegen deutlich vor unserem Ziel, sodass wir da noch ordentlich Tageslicht haben dürften. Ihr seht es vielleicht an meinem Atem, der sichtbar sein dürfte. Es ist kalt, derzeit minus 2 Grad. Es sollen heute auf unserer Route maximal plus 3 werden. Das, ähnlich also wie gestern, was ich hatte. Akzeptabel, schön ist anders. Ich habe noch 2 weitere Jacken dabei, um noch ein wenig mehr Michelin-Männchen zu spielen, sollte es denn notwendig werden. So, ich denke, damit seid ihr gebrieft, was die nächsten beiden Tage angeht. Kai dürfte jeden Augenblick hier an unserem Treffpunkt ankommen. Dann radeln wir fix zum Hauptbahnhof und holen uns noch etwas Proviant beim Backwerk. Die Bahnfahrt ist ein bisschen kritisch. In Aschaffenburg haben wir nur 4 Minuten Umstiegszeit und müssen von Gleis 4 auf Gleis 6 oder andersrum, keine Ahnung. Jedenfalls hetzen über Treppen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Wenn nicht, fährt 45 Minuten später der nächste Zug. Also alles nicht so tragisch. Wir sind gestartet. Wir fahren jetzt zunächst durch das Mümmlingstal. Treffen heute und später dann auch noch auf den Neckar. Und in wenigen Kilometern, wenn ich mich nicht täusche, überqueren wir die Grenze von Bayern, wo wir mit dem Zug gelandet sind, zurück nach Hessen. Genau. Und jetzt muss ich mir erstmal Mühe geben, mit Kai mitzuhalten. Ist dann doch etwas anderes als alleine gemütlich zu fahren.
21 Kilometer sind geschafft. Wir machen gerade eine Rast hier beim ehemaligen Paradiesbiergarten. Und ich glaube, das Gelände heißt Lutzmühle, ist kurz hinter Höchst im Odenwald. Es ist so kalt, dass mein Eistee-Gemisch tatsächlich Eistee ist. Da bilden sich kleine Eisschollen. Ja, also nur mal zu den Temperaturen, es ist wirklich schön kalt. Ihr seht vielleicht hier auch die Pfützen, alles noch gefroren. Wir hoffen ja drauf, dass die Sonne noch ein bisschen rauskommt. Aber beim Fahren geht's, das ist ja das Wichtigste, ne? Ja, Kai zieht mich ganz gut mit. Wie gesagt, schon 21 Kilometer und wir sind gerade mal 75 Minuten unterwegs. Fahrzeit. Läuft bisher ganz gut. Eine dickere Steigung hatten wir schon dabei, heftigere Steigung. So mit 7-9%. Ging auch ganz gut. Aber so die richtigen Schwergewichte, die kommen jetzt erst noch. So, jetzt hatten wir so schöne Aufnahmen gemacht von dem Schloss Fürstenau, was ihr noch hinter mir sehen dürftet. Aber dann ist uns beim Rausfahren aufgefallen, dass die Eigentümer, das ist ein privates Schloss, keine Veröffentlichung von Fotos, naja, und ich denke damit auch Videos wünschen. Das respektieren wir. Natürlich respektieren wir das. Und fahren jetzt direkt weiter zur Basilika. Die kommt jetzt hier gleich rechts. Das heißt, hier zwei Highlights direkt nacheinander auf dem Radweg. Also ich kann es nur schildern, das Schloss sehr, sehr sehenswert. Sehr schöne Details. Genau, hier die Einhards-Basilika, der nächste Stop. Genau, das ist die Einhards-Basilika, eine Ruine, kostet ein bisschen Eintritt. Das sparen wir uns jetzt tatsächlich, weil wir auch gar nicht so viel Zeit haben. Ihr wisst ja, 115 Kilometer stehen an. Wir wollen jetzt eher mal nach einer Bäckerei Ausschau halten, um uns ein bisschen aufzuwärmen. Es ist halt schon kalt. Kaffee, Tee, wäre schon was ganz Nettes. Deswegen, weiter geht's, Kai, oder? In Erbach im Odenwald haben wir uns ein wenig gestärkt in einer Bäckerei. Kai hat sogar ein Stück Sahnetorte gegessen. Ich einen warmen Tee getrunken. Ja, das war genau der richtige Zeitpunkt, denn jetzt geht es in den Odenwald, in den Geonaturpark Bergstraße Odenwald. Also da sagt der Name schon, jetzt geht's nach oben. Die erste große Steigung, reichlich 200 Höhenmeter, verteilt auf so ungefähr 7 Kilometer. Das wird ein starkes Stück.
Gut anstrengend hier hinter Erbach. Der Neigungswinkel dürfte sich 7% jetzt aktuell. Also ist soweit akzeptabel von dem, was man hier so fühlt. Aber es zieht sich halt. Ne? Ich habe gerade eine Serpentine genommen. Kai ist natürlich schon JWD von dannen gezogen. Wie gesagt, zieht sich. Und im Höhenprofil ist auch noch kein Ende in Sicht. Gut, genug gequatscht. Weiter strampeln. Das Höhenprofil ist jetzt gerade von orange-rot zu grün gewechselt. Die Höhe passt auch, 460 Meter ungefähr. Das heißt, die erste große Steigung des Tages dürfte überwunden sein. Jetzt geht es erstmal quasi wieder die gesamten erstrampelten Höhenmeter nach unten. Wir sind zwischen Hetzbach und Bärfelden und schon mitten in der zweiten großen Steigung des Tages. Auch gut anstrengend. Ich schwenk mal die Kamera. Ich hoffe, man sieht das. Da hoch, wo die Autos fahren, muss ich jetzt erstmal. Und das war noch lange nicht alles. Also. Letztes Highlight des Tages. Auf der halben Abfahrt hinab zum Neckar stößt man auf das Schloss Hirschhorn. Der Radweg führt eigentlich ein bisschen weiter bergab, quasi vorbei. Aber ich habe halt extra diesen kleinen Umweg hier durch den Schlosshof eingebaut. Wenn man schon mal an sowas so nah vorbeikommt, dann nimmt man das mit. Ich mag ja sowas, Ruinen, aber ihr seht auch teilweise restauriert und ich glaube, da ist auch eine Gaststätte drin, leider geschlossen. Die Fahrt hierher, die Fahrt nach oben, war für mich ein echter Kampf. Ich bin für heute auch durch mit Höhenmetern, aber dazu später heute Abend mehr. Jetzt sind es noch um die 35 Kilometer am Neckar entlang in groben Zügen.
Da sind noch ein paar Wellen drin. Ich denke, das schaffe ich gerade noch. Heute Abend werde ich wahrscheinlich die Warmwasserreserven unserer Unterkunft aufbrauchen und die ganze Zeit mindestens eine Stunde lang heiß duschen, weil es ist wirklich kalt. Und diese steile Abfahrt, die wir jetzt hier wegen des Schlosses unterbrochen haben, macht es halt nicht besser. Gerade da ist es ja extrem kalt, ne, durch den Fahrtwind. Okay, unten im Ort, hör schon, dürfte das sein, brauche ich was zu trinken, hab nichts mehr. Aber dann begeben wir uns schnurstracks Richtung Unterkunft, denn es ist jetzt schon fast um 4. Rezeption ist nur bis um 6, aber die haben uns gerade schon geschrieben, ohne dass ich das irgendwie nachfragen musste. Code für die Tür und die hinterlegen uns den Schlüssel, sodass wir da sehr flexibel sind. Ich denke, dass wir zwischen 7 und 8, wenn es gut läuft, zwischen 7 und 8 ankommen. Da ist es natürlich schon dunkel. Wie immer nehmen wir euch so lange mit, wie die Kameras, es sind ja zwei, es mitmachen. So, genug gelabert, wieder aufs Rad. Die letzten 20 Kilometer sind gerade angebrochen und wie ihr seht, wird es jetzt schon echt dunkel, zudem äußerst frisch. Wir werden also jetzt sehen, dass wir diese 20 Kilometer so schnell wie möglich abradeln. Kurz nach 19 Uhr sind wir hier im Bildungshaus Neckarals angekommen und haben als allererstes, das war der erste Akt, die Heizungen hier hochgedreht. Und anschließend ist dann jeder von uns duschen gegangen. Ich sehr heiß, ich musste meine Körpertemperatur erstmal wieder auf ein akzeptables Niveau bringen. Hat sehr gut getan. Im Anschluss sind wir dann noch essen gegangen und ihr werdet es nicht glauben, wir haben zuerst ein relativ kleines Sushi-Restaurant angesteuert und wurden doch direkt an der Tür, wo man klingeln muss übrigens, nach einer Reservierung gefragt. Der Inhaber erklärte dann, dass andere Reservierungen später den Laden voll werden lassen würden und hat auch mitgeteilt, dass selbst To-Go eine halbe bis dreiviertel Stunde dauern würde. Deswegen ja, sind wir dann zu einem Döner-Imbiss gegangen und haben uns dann dort den Bauch vollgeschlagen. Zum heutigen Tag. Wenn wir mal mit dem Positiven beginnen wollen, steht natürlich allen anderen Dingen voran die sehr schöne Landschaft, nämlich der Odenwald. Auch die wirklich zahlreich vorhandenen Burgen und Schlösser waren sehr hübsch, sehr sehenswert. Das ist genau das Richtige für mich. Die Wege waren größtenteils gut bis sehr gut.
Einzige Ausnahme waren wieder mal von schweren Geräten zerfahrene Forstwege, aber das hielt sich glücklicherweise in Grenzen. Zum Negativen des heutigen Tages, auch wenn dieser Begriff eigentlich zu hart ist. Vielleicht erinnern sich einige von euch an das Fazit zu unserer Schottland-Radreise. Ich erwähnte da, dass ich nicht mehr ohne Unterstützung beim Fahren zurück nach Schottland kommen würde. Das vorangestellt hatte ich schon beim Planen des Dreiländerradwegs angesichts dieser auch auf dem Höhenprofil deutlich zu erkennenden, zu erwartenden Steigungen die Idee, dass das doch eine Tour wäre, die richtig gut für ein E-Bike geeignet ist. Beziehungsweise wo halt ein E-Bike eine gute Sache wäre. Ja, und was soll ich sagen? Ich muss da ehrlich sein, der heutige Tag hat das bestätigt. Diese Steigungen waren wirklich, also nach meinem Empfinden, sehr steil und für mich mit meiner Leistungsfähigkeit, wenn man das so nennen kann, häufig nur im Stehen, also in den Pedalen stehend und Stück für Stück, also mit Verschnaufpausen, zu schaffen. Da mich aber auch solche Touren reizen, ich denke da zum Beispiel an den Limes-Radweg, den ich noch machen möchte, da geht es quasi die ganze Zeit bergauf, bergab. Solche Sachen interessieren mich trotzdem und ich will sie halt auch machen und dann hilft mir halt ein E-Bike. Ich meine mich zu erinnern, dass der Dreiländer-Radweg hier damit beworben wird, für jedermann geeignet zu sein, auch für Kinder. Also das kann ich bei aller Liebe nicht bestätigen, außer natürlich, man nimmt die Abkürzungen und umgeht diese beiden, zumindest heute, diese beiden steigungsintensiven Bereiche. Man hätte nämlich dann jeweils im Tal des dortigen Flusses bleiben können und so eben diese Steigungen vermeiden können. So viel zum heutigen Tag. Wir werden jetzt relativ schnell schlafen gehen, denn wir wollen morgen früh raus und uns in die ziemlich früh anstehenden Steigungen werfen. Insbesondere ich habe ein bisschen Zeitdruck, denn ich möchte gegen 18 Uhr ab diesem oberen Burg-Elsenfeld, wo wir gestartet sind, das ist auch wieder unser Ziel, eine Zugverbindung zurück nach Hause nach Leipzig nehmen. Das war's für heute. Ich wünsche eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Einen schönen guten Morgen zum zweiten Tag des Dreiländerradwegs. Wir sind gut in den Tag gestartet, gut aus dem Bett gekommen, waren schon etwa 7:45 auf der Strecke. Heute stehen knapp unter 100 Kilometer vor uns und zumindest laut Planung 800 Höhenmeter. Ein Teil davon werden wir sicherlich relativ zügig überwinden müssen. Denn wir folgen jetzt hier erstmal ein Stück dem Elztalradweg. Ich denke, das ist auch der Fluss, der hier direkt neben mir fließt, neben uns. Danach nehmen wir aber die sogenannte Wanderbahn. Das ist die ehemalige Trasse des Odenwald-Express. Das war wohl eine Schmalspurbahn, die sich eben dort hoch gekämpft hat. Und diese Wanderbahn, die hat halt so 3-5% die ganze Zeit gezogen über bestimmt 20-30 Kilometer. Zum Ende des Tages folgen wir dann ziemlich lange dem Mainradweg, der uns zurück zu unserem Ausgangspunkt in Obernburg führt. Den ganzen Tag über begleiten uns zeitweise auch andere Radwege, zum Beispiel der Odenwald-Madonnenradweg und der gestern schon erwähnte Limes-Radweg.
Kai? Ach Mist. Hast du eine Ahnung, wie man das repariert? Hast du was dabei? Ich hab nichts dabei. Das wäre wohl. Ich kann noch mal gucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das diesmal nicht der Herbst gilt. Bei Kilometer 25 haben wir einen erzwungenen Stopp. Mir ist die Kette gerissen. Ich habe bereits den Schutzbrief alarmiert. Die schauen jetzt mal, ob sie mir eine Unterstützung schicken können. Weder Kai noch ich haben so ein Kettenglied und das Werkzeug dafür dabei. Das kommt aber auf die To-Do-Liste, mich mal damit zu beschäftigen, wie sowas geht. Wir sind jetzt hier zum nächsten Ort zurückgegangen, zu einer Bushaltestelle als Treffpunkt. Drück mal die Daumen, dass sie jemanden schicken können. Es ist jetzt gerade mal 10:30 an einem Samstag. Also da besteht eine gewisse Chance, dass irgendwo ein Fahrradladen verfügbar ist und herkommen kann. Ansonsten werde ich dann Kai irgendwann wahrscheinlich einfach weiterschicken, dass er noch ein paar Impressionen von der Strecke aufnimmt. Es wäre halt zu schade, die Tour, das Video hier abbrechen zu müssen. Kleine Wasserstandsmeldung von mir. Ich wurde nach Buchen im Odenwald abgeschleppt, hier zu einem Fahrradladen, der glücklicherweise auch offen hatte. Mein Fahrrad wurde auch jetzt direkt in Reparatur genommen. Sieht also gut aus. Durch diese kleine Autofahrt jetzt habe ich diese restliche Wanderbahn mir gespart, diese Höhenmeter. Kai ist weitergefahren. Er wird auch die Fahrt filmen, sodass ich da halt ein paar Sequenzen mit einbauen kann. Ich hoffe, dass das jetzt hier vielleicht eine Stunde dauert. Das heißt, wir sind dann immer noch gut im Zeitplan, denn gar so viele Höhenmeter stehen ja dann für den restlichen Tag auch gar nicht an. Dieser Ort hier, Buchen, liegt auch an unserer Route. Ich bin jetzt hier an einem Ortsrand in einem Gewerbegebiet, also muss dann ein bisschen zur Route zurückradeln, ist aber nicht so schlimm. Zweirad Dosch, sehr netter Empfang. Sie nehmen mich auch direkt dran. Ist vielleicht nicht so viel los, aber sehr freundlich und geben sich Mühe, dass ich eben weiterfahren kann. Wir haben noch ein bisschen miteinander gesprochen, woran es jetzt gelegen haben könnte insgesamt. Habe auch erzählt, dass ich seit gestern so ein bisschen Probleme mit der Gangschaltung habe, damit da so ein Gesamtbild entsteht. Soweit er mir das jetzt erzählt hat, wird er die Kette, die alte Kette, nieten, also wieder schließen, dass ich damit weiterfahren kann. Aber er schätzt auch, dass die Kassette schon verschlissen ist, womit ja dann, das weiß ich auch mittlerweile, eine neue Kette gar nicht so gut funktionieren würde. Okay, also, sieht soweit gut aus. Ich melde mich später wieder. So, keine halbe Stunde hat es gedauert. Tatsächlich habe ich mich dann am Ende noch 5 Minuten mit dem Herrn Dosch, dem Inhaber des Fahrradgeschäfts, unterhalten und so meine Gedanken zu diesen Problemen, die ich so habe, mit ihm besprochen. Sehr, sehr freundlich, sehr nett, hat sich auch die Zeit genommen und natürlich eine sehr schnelle Reparatur. Klasse. Kai ist mittlerweile jetzt auch in Buchen angekommen. Wir treffen uns jetzt gleich wieder. 2 Kilometer sind es für mich bis dahin. Und Buchen ist genau der Ausgangspunkt für die zweite, nicht ganz so schlimme mehr, Steigung des Tages. Also zeitlich sind wir eigentlich im Plan. Große Klasse. In Waldürn waren wir einerseits gerade bei einem Edeka, haben
ja, eine kleine Rast gemacht, was zu trinken gekauft. Und jetzt haben wir einen minimalen Abstecher, was waren das, 200 Meter von der eigentlichen Routenführung gemacht, um hier zur Wallfahrtsbasilika St. Georg zu fahren. Valdirn ist ein Wallfahrtsort. Ich drehe mich auch mal. Hier gibt es dann noch ein, ja, ich glaube, das ist so für Freiluftmessen hinter mir. Das ist ein ausgiebiger Platz hier. Genau, irgendwo soll es ja auch noch ein Schloss geben, ein paar hundert Meter wieder rückwärts. Dafür haben wir keinen Bock, zurückzufahren. Wenn ich recht informiert bin, sitzt da letztlich jetzt die Stadtverwaltung drin. Genau. Aber es rollt sich jetzt ganz gut. Valdirn ist quasi so der Zenit der zweiten Steigung des Tages. Deswegen lassen wir es dann jetzt auch rollen. Wir kommen gut voran, sind gut in der Zeit. Passt also soweit alles. Schaltung macht wieder sehr gut mit. Vergleichsweise zu dem, was ich gestern hatte. Kette hält auch, toi toi toi. Kann also jetzt weitergehen. Hier in Miltenberg würde die eigentliche Route jetzt am Main entlang laufen, aber ich habe mit Absicht einen Abstecher durch die historische Altstadt eingeplant stattdessen.
ihr seht, sitze ich schon im ICE nach Leipzig. Wir waren reichlich 2 Stunden früher am Ziel als ursprünglich angenommen, sodass ich natürlich, sodass wir auch die Heimreise früher antreten konnten. Die etwa halbe Stunde Wartezeit in Obernburg habe ich genutzt, um mir noch ein paar Fahrradreservierungen für eben diese anderen ICEs, die ich dann nehmen musste, zu besorgen. Die heutige Etappe war wesentlich angenehmer als die gestrige. Die Steigungen waren alle machbar, aber insbesondere für diese Wanderbahn braucht man Durchhaltewillen. Denn dort geht es bestimmt mehr als 20 Kilometer beinahe konstant bergauf. Also da kann man schon die Lust verlieren. Schön war auch das Wetter. Wir hatten bestimmt 2 Stunden Sonne. Das Thermometer kletterte auf bis zu 9 Grad, zumindest laut meinem Garmin-Navi. Auch die gerissene Kette konnte den schönen Tag letztlich nicht vermiesen. Denn sowohl der Anruf beim Schutzbrief als auch die Abholung und die Reparatur gingen wirklich schnell von der Bühne. Kai ist währenddessen alleine weitergeradelt und musste in Buchen, wo ich dann hingebracht wurde zur Reparatur, auch nur ganz kurz warten. Ich würde mal schätzen, dass wir nicht mehr als eine halbe Stunde durch diesen Vorfall verloren haben. Direkt ab Buchen ging es dann in die zweite, wesentlich kleinere Steigung des heutigen Tages. Die war wirklich schnell überwunden und dann waren wir auch schon ziemlich zügig am Main und hatten dort mit der wirklich sehr schönen Altstadt von Miltenberg das letzte Highlight des heutigen Tages. Am Main ging es dann absolut fix voran. Kai hat mich da gut mitgenommen und ich habe bestimmt auch von seinem Windschatten profitiert. Alles in allem ist der Dreiländer-Radweg eine bemerkenswert abwechslungsreiche Radroute. Links und rechts der Route bieten sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten als Zwischenstopps an, sodass man die Tour bestimmt gut und gerne auf 5 bis 7 Tage erweitern könnte und diese ganze Region noch intensiver kennenlernen könnte. Beachten sollte man allerdings, und da wiederhole ich mich, diese sehr starken Steigungen im westlichen Teil des Rundwegs. Kai schrieb mir vorhin als so eine Art kleines persönliches Fazit, dass wir solche kleineren Touren, so 2-3 Tage, gern häufiger unternehmen können. Das heißt, abonniert den Kanal, denn es wird definitiv weiteren Content mit Kai und mir hier geben. Ich selbst habe mir für dieses Jahr auch einiges vorgenommen, zumindest Touren zurechtgelegt. Wenn es zeitlich passt, fahre ich die, wenn nicht, dann verschiebe ich sie. Unter anderem will ich eine alte Schuld begleichen. So, ich genieße jetzt noch die restliche Stunde ICE. Euch wünsche ich allzeit gute Fahrt, bleibt gesund und wir sehen uns zur nächsten Tour.